J'ai presque raté mon bac à cause du français. Adriane Keller. Bonjour, vous vous appelez grand? Ah non, allô, vous êtes... Ok, und können Sie nicht einordnen? L'expérience, on va faire comme du miel avec du glucose, du fructose et de l'eau. Bon, d'accord, c'est plutôt de sucré que du miel, mais là, avec votre tartine de beurre, et vous essayerez de mettre du miel dessus et que vous n'y arriverez pas. Bah, vous saurez pourquoi. iPad, Air, ja, großartig. Und dann für den zweitplatzierten Schüler eine GoPro. Das ist so ein Ding, wisst ihr wahrscheinlich sowieso alle, was man sich auf den Kopf schnallen kann. Und dann kann man damit zum Beispiel filmen, wie man Straßenbahn fährt. Und das kommt. Juros? Juros? Genau der, den wir alle kennen und lieben. Und schauen wir uns doch mal einfach an, was das eigentlich auf Griechisch heißt. Weil da kommt es hierher. Das heißt Kreisel. Macht irgendwie Sinn, weil was macht der Gyros? Der schmeckt gut und der dreht sich. Wie kann du? Très intéressant. Et donc? Et maintenant? Je t'en prie. Merci Google. Et on tape. Sag mal Google, was ist eigentlich diese komische Präzision? Donc Google nous donne plusieurs possibles idées. Et on prend la première toujours. Ja, so ging es mir auch am Anfang. Und dann habe ich gesagt, es gibt noch so einen ganz großen Kreisel, der ist auch noch halbwegs wichtig für uns. Der ist blau. Das ist eine Erde. Die funktioniert nicht genauso. Schönen Abend und viel Spaß! Gedacht? Naja? Vielleicht die anderen, ich habe nicht gedacht. '97 hat Roberto Carlos mit dem Magnus-Effekt, den ich gleich erklären werde, ein spektakuläres Tor geschossen. Und nicht nur irgendein Tor, dieses Tor hat seiner Fußballmannschaft den Einzug ins Finale des Vorwärts. Dieser Freiwillige muss groß, stark, muskulös und keine Angst haben. Julian! Hier, ja? Nee? Hier? Dann du kannst ja tanken. Er dreht sich und kommt ganz normal drauf. Kommt. Aha, das brauchen wir nicht, weil ich kein langweiliger Physiker bin. Genau. Was passiert? Der Ball bewegt sich zuerst mal auf der Linie ganz normal und dann schweift er ab nach rechts. Ich hab's jetzt. Bitte. Also, kennt jemand von euch die Stadt? Nein, ich auch nicht. Aber ich spreche nicht von der Stadt, sondern vom menschlichen Lachen. Kann irgendjemand einfach so lachen? Ja. Quelqu'un qui rentre dans un café et plouf. Vous n'avez pas du français, quand ça parle, ça fait un petit peu comme ça. Donc c'est pas très pratique. Schlechter Scherz. Et un voisin demande, dit à son notre voisin, il y a votre chien qui a aboyé toute la nuit. Alors il y a l'autre voisin qui répond, oh, ne vous inquiétez pas, il dort la journée. Vous connaissez sûrement ça pendant un contrôle comme ça, et vous ne savez pas les réponses. Eh bien, c'est bien, le rire c'est bien pour ces personnes. Ich habe eine kleine Lach-Yoga-Übung zum Abschluss. Also, ihr nehmt einfach einen Stift, setzt ihn in den Mund,
Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mal ausprobieren. Und? Aber ich hoffe, ihr endet nicht so. J'aime pas trop les bactéries. So. Alors. Je recommence. J'aime vraiment pas les bactéries. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ramène une plante? En fait, je n'ai pas besoin. C'est pas si facile que ça. Das heißt, ich werde Ihnen heute Abend erklären, wie ein Computer das eigentlich macht, wenn man ihm zum Beispiel eine riesige Liste gibt von irgendwelchen Datensätzen und dem Computer sagt, sortiere mir doch mal diese Liste nach, was weiß ich, dem Gewicht vom Auto oder was auch immer. Ja, das ist ein bisschen viele. Können die noch nicht auf der Bühne sind, wieder zurückgehen? Immer auf ein paar. Und wenn der linke von Ihnen größer ist als der rechte, und nur dann tauschen Sie bitte Ihre Plätze. Wir fangen mal hier an. Sie beide bitte. So, jetzt Sie beide bitte. Sie beide bitte. Und Sie das nächste Paar und so weiter und so weiter. Und nicht immer tauschen, nur wenn der linke größer ist. Was momentan immer der Fall ist. Wir hatten auch Spaß, auch wenn es sich vielleicht nicht unbedingt so angehört hat. Oder vielleicht doch. Naja, damit bin ich raus und tschüss. Passé d'erreur, mais ça c'est on remontrera derrière, mais je crois qu'on a déjà été un petit peu. Gabriel Stockler avec donc 52,6 points. Chercheur, hein, numéro 2, vous le voyez ici. Donc notre chercheur de Mulhouse, Mathieu. Avec 62,3 places, on peut faire un grand bravo à notre chercheur de la soirée. Je le cherche encore, moi aussi, d'ailleurs. Je cherche le chercheur. C'est Wilfried Römer. Donc... Nicolas, numéro 4. Marie, son rire. Et puis, Andreas. Il y en a qui préfèrent la deuxième place que la première, vu les lots. Hein, on a... Voilà, je ne sais pas si ça fera plaisir à tout le monde, mais le numéro 2 ici, c'est Gustave, donc. Adrien, du jour. Adrien, tu es où? Ah, le président du jury, donc. Oh bah.